Willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Und heute habe ich mir halt mal zum Ziel genommen, diese ganzen Türen hier zu untersuchen. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Den ersten Part haben wir schon mal elegant versemmelt. Ich werde nämlich oben anders hoch. Okay. Kann man jetzt hier überall was zerbomben? Da unten. Ich brauche gerade keine Lösung. Ich komme so sehr gut klar. So war das nicht geplant. So, die Tür ist durch. Irgendwo hier sein, genau. Sehr schön. Wir haben hier ein Machtecho. Nicht nur der Wind zieht durch die Glocken. Stimmen. Von früher? Da kommen wir nicht hin, so ohne weiteres. Dann müssen wir den Weg nehmen. Gehen wir erstmal hier rein. Stimmt, wir brauchen mehr als Wind, um die Kugel zu bewegen. Mein Freund, dieses Grab ist überaus faszinierend. Wie gesagt, ich will alle Türen kaputt haben am Ende des Tages. Ohne Ausnahme. Tür da unten hebe ich mir bis zum Schluss auf. Ich kümmere mich erst um die anderen. Zum Beispiel die, die noch da hinten ist. Das heißt, wir müssen einmal den Weg zurück. Dann dürften wir eigentlich alles haben. Naja, vielleicht nicht hübsch, aber gut gerettet. So kann man die jetzt also auch neuerdings platt machen. Auch gucken wir mal. Das ist die Tür da oben. Wie kommen wir da hin?
also schon mal nicht. Es ist direkt die Tür hier. Oh, shit. Wieso sollte ich hier meditieren wollen? Naja. Da geht's zurück zum Aufzug, da oben geht's zum Durchgang. Alter! Jetzt aber. Brav. Braves kleines Karl. Jetzt müssen wir hier rechts abbiegen. Und dann irgendwie da hoch. Wie auch immer das. Funktionieren soll. Noch einen anderen Weg. Na guck so. Jetzt wird die Sache interessant. Ich rate mal. Na siehst du mal. Ein Machtecho. Der Wächter ist lange zerstört. Ich war's nicht. Oh, okay. Und nochmal was zum Plündern. Oh, es war also was drin. Sylvianisches Eisen. Sagt mir überhaupt nichts, das Material. War hier nicht mal ein Wächter? Es muss hier noch eine Kugel geben. Feuer frei! Thank you.
her! Regeneriere dich schneller. Shit. Jetzt habe ich keinen Schub mehr. Oh, shit, 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 shit. Stim, zu mir. Ich brauche den letzten Gutes Stim. Timing. Komm, schneller! Brav gemacht. Ich weiß, wo die Kugeln hin müssen. Ich weiß es. Da kommt die erste hin. Wir haben in dem Grab weitgehend alles. Dann können wir auch nach oben klettern. Wir haben alle Türen. Wobei, wir haben noch nicht alles. Ich habe mich unten noch nicht umgesehen. Fällt mir gerade noch ein. Vielleicht noch nicht abhauen. Da gerade eine Idee. Wo wahrscheinlich noch ein Geheimnis sein wird. Ah. Mal sehr, sehr stark, dass wenn jetzt die Kugel da runter geht, die da oben wieder wir dann schnell nach oben müssen, um die Kugel abzufangen. Weiter willst du dann hier oben hin haben. Aber das heißt, es muss eine dritte Kugel geben. Anders geht das Rätsel doch nicht auf. Es muss noch eine dritte Kugel geben. Muss hier noch eine Kugel geben. Danke, Karl. Soweit bin ich auch schon. Stell dir vor. Wenn ich Kugel Nummer 3 wäre, wo wäre ich? Vielleicht. Ich
Sache wird halt die sein, wenn ich die Kugel jetzt da runternehme, hört der Windstrom auf. Aber vielleicht liegt die Lösung wirklich da oben. Dass ich doch darauf klettern muss. Wir haben hier nichts mehr, also ein Versuch kann sich ja nicht schaden. Im Zweifelsfall klettern wir wieder runter oder machen eine Suicide Jump. Hola. That's a beauty. Ich habe meine dritte Kugel gefunden. Okay, wir müssen die Kugel abfangen. Macht nutze für Fortgeschrittene. Schauen wir mal, wo uns die Kugeln hinhaben wollen. Okay, erstmal hier wieder zum Aufzug. Jetzt will ich aber da hinten noch sehen, was da ist. Wird mir nicht gewährt. Na gut. Dann würde ich sagen, sind wir hier fertig. Dann können wir tatsächlich nach oben zurückkehren. Ja, das mit dem Hochklettern schaffen wir heute schon noch. Ich überlege nur gerade, soll ich jetzt hier noch meditieren und speichern oder mich darauf verlassen, dass oben noch was kommt? Ne, oben wird noch was kommen. Sehr nach Kashyyyk. Cordova hat den Namen Tafful erwähnt. Oh, ein Wookiee-Häuptling. Sie waren Freunde. Meint ihr, der lebt noch? Das gilt es herauszufinden. Wir müssen nach Kashyyyk. Okay. Finde den Holo, finde Tafful auf Kashyyyk. Beautiful. Nichtsdestotrotz sind die Imps leider hier. Wir haben keinen Fähigkeitspunkt gewonnen. Aber wir haben alle Türen und sylvanisches Eisen gefunden. Gut. Wir machen dann an der Stelle erstmal einen Cut. Und dann geht's nächste Folge weiter, indem wir hier ein paar Imps kalt machen. Kann ja auch nicht schaden. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.